Herzlich willkommen zurück zu Palworld, ihr Lieben. Es geht hier wieder weiter. Ich habe ein paar Monate nicht gespielt und die letzten Tage habe ich aber tatsächlich mich mal wieder eingeloggt. Es gab jede Menge Updates und ich habe mal wieder richtig Bock hier mit euch was zu machen. Ich habe die letzten Tage meine Base ordentlich aufgebaut, viele Pals gefangen und wir haben aktuell die Version 0.3.6.5.7.6.7.2, was auch immer. So, wie ihr seht, habe ich 9 Tage gespielt und in der Zeit habe ich sehr, sehr viel erreicht. Und jetzt habe ich zwei Dinge vor, die ich mit euch zusammen machen wollte. Jawohl. Hier ist ordentlich was los. Wie ihr seht, habe ich einen Marmorest gefangen, Leute. Level 40 ist er. Ich habe da sehr lange gekämpft. Ich bin Level 28. Hab's irgendwie mit einer Megasphäre eingefangen und meine, ja, machen wir mal einen Blick hier über unser Lager. Also wir haben jede Menge Pals und so weiter. Und ich zeige euch mal, was wir in der Palbox alles haben. Ich habe sehr schnell gelevelt, weil ich tatsächlich sehr viele Viecher gefangen habe. Also wir haben einen Marmorest im Lager und einen auch hier. Und ich habe hier jede Menge Pals eingesetzt, um die Sachen zu bewässern und hier so ein paar Affen habe ich gefangen, Pengulets, die können schön kühlen und so. Ein Dinosaur habe ich gefangen, ein Wolf, den wollte ich mal ausprobieren, wie der kämpft. Level 14 ist er erst, sehe ich gerade. Der Affe, den kann man tatsächlich, glaube ich, ein Maschinengewehr irgendwie basteln, sodass der mit einem Maschinengewehr rumschießt, was ich so mitgekriegt habe. Und ja, also ich habe auch noch ein paar Sachen zum Verbessern, ich weiß aber noch nicht ganz, was richtig gut ist, wie ihr seht hier. Ich habe hier Flintenmunition bereits und hier Feuertechnik Frucht. Bringe einen Pall damit Feuerschuss bei oder Windschneider bei und so weiter. Bin noch nicht ganz sicher, was ist. Ich habe hier auch ein paar Eier, die kann man später dann ausbrüten. Sturmgewehrmunition, noch ein paar andere Sachen, um die Pelz zu verbessern. Und die legen scheinbar die Sachen hier rein, wie ich gerade sehe. Okay, kein Problem, könnt ihr gerne machen. So, jetzt gehen wir aber mal los hier. Holzkohle wird gemacht, genau das wollte ich noch machen, bevor ich abhaue. Und gucken wir mal kurz auf die Map. Ich habe diesen ganzen Bereich hier erkundet, also noch nicht viel. Eigentlich Anfängergebiet hier. Und hier ist noch ein, in der Festungsruine, da ist noch so ein Punkt freizuschalten. Hier gibt es noch ein Gillette, den würde ich gerne fangen, weil ich glaube, mit dem kann man reiten. Und hier gibt es noch irgendwas anderes. Katres heißt der, keine Ahnung. Turm des Rain Syndicate ist hier noch. Und ich soll ja sowieso den Boss vom Rain Syndicate erledigen. Das heißt, das ist unser nächster Punkt. So, da ist noch so ein Marmorot. Ich laufe mal in die Richtung. Oh, da ist ein Shiny Lanball. Den werde ich versuchen mal zu holen. Warte jetzt mal kurz. Upsa, falsch gedrückt. Da ist unser Wölfchen. Wie groß ist denn der Lammball? Level 14. Nee. Dann soll der Wolf mal lieber nichts machen. Nee, verschwinde mal lieber. Den mache ich mal lieber selber. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Schaden an ihm. Warte jetzt mal kurz. Was würde er? 17%. 37%. 65%. Und 100%. Ah, wir haben einen Shiny Lammballen, außergewöhnlichen. Sehr schön. Haben wir gerade gefangen. Wunderbar. Dann gehen wir mal Richtung Turm. Bisschen immer umschauen, alles immer einsammeln. Das ist immer das Wichtigste. So die ganzen Palbälle, damit man die nicht selber basteln muss. Und ich bin jetzt aber inventartechnisch, habe ich jetzt einiges am Start, sodass ich nicht mehr so viel Nahrung benutzen muss. Ach, was ich noch machen wollte, fällt mir gerade ein. Gab es da nicht? Irgendwo gab es doch so ein Ding, dass man füttern kann. Oh, die Gigasphäre habe ich auch nicht freigeschaltet. Fällt mir gerade ein. Oh. Und ein Demosum sagt, ach, den kann man reiten. Den habe ich doch schon. Den kann man reiten. Oh, ich muss noch jede Menge Punkte wieder freischalten, sehe ich gerade. Okay, Feuerpfeil, Armbrust und so Wand, und so weiter. Da hier ist das Danzig-Sturmgewehr Level 12. Okay, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Und sogar den Wolf kann man reiten. Ja, okay. Jetzt habe ich die ganzen Viecher geholt und habe das nicht gewusst. Was ist das hier? Geschirr zur Handhabung Foxbugs ermöglicht sie mit einem Flammenwerfer
Mit einer Fahrtnerfähigkeit Flammenwerfer auszurüsten. Okay, das sollte ich mir vielleicht auch mal demnächst holen. Unbedingt. Unbedingt. Und irgendwo gab es hier auf jeden Fall so ein Item, wo man irgendwie automatisch die Viecher füttert. Wo man denen automatisch Essen geben kann, habe ich so im Kopf. Bin jetzt aber gerade etwas blind. Vielleicht seht ihr das ja schon die ganze Zeit. Nee, das war, wenn dann weiter unten. Naja, ist ja wurscht, dann beschäftige ich mich ein anderes Mal. Ja, zeige euch mal, ich habe hier 24 Lambertkräuterbraten. Ein paar rote Beeren habe ich dabei. Jede Menge Palsphären und 34 Megasphären. Und Lambertfleisch habe ich auch dabei. So, warte jetzt mal kurz. Haben denn meine Viecher Hunger? Nö, alle sind vollgefuttert. Perfekt, so wie ich es haben wollte. Und da gibt es ein Palbruchstück, das nehme ich immer mit. Oder auch nicht. Einfach mal vorbeilaufen und ins Nichts blicken. So, von euch habe ich genug. Glaube ich jedenfalls. Oder? Habe ich von euch genug? Jetzt laufen die alle weg. Naja, ist erwischt. Ah, da vorne gibt es noch so ein paar von den Hirschen, von den Pengulets. Weiß ich nicht, ob ich da noch welche brauche. Ich hätte mich jetzt da auch hinporten können. Ich, Honk of the Donk, habe jetzt nicht dran gedacht, vor lauter Abenteuerlust. Wenn ihr seht, ich habe 4% Wahrscheinlichkeit bei dem, ja. So, also schieß mal drauf. Yes. Na. Stelle ich mich aber an hier. So, 26% Fangwahrscheinlichkeit. Oh, er hat sich wieder befreit. Oh, Mamorot kommt. Mit dir wollte ich jetzt gerade nicht kämpfen. Naja, gut, dann laufen wir mal weg. Welche Level ist denn der? So, brauche ich den Level 38? Ne, hier ist er wieder. Der kam aber angeflogen hier. Schön daneben. Ja, mein Freund. Na, jawohl. Sehr schön. So, den haben wir jetzt auch. Und greife denselben Gegner an, genau. Ja, laufen wir mal unsere Wölfchen rum. Den können wir ja eventuell dann irgendwann mal reiten. Luftkanone hat er gelernt, okay. Whatever. Hier gibt es einen Typen übrigens an dieser Ruine. Dem können wir mal kurz reden. Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er. Viel Erfolg. Ja, danke. Das war der Tipp überhaupt. Ja, also tatsächlich lohnt sich am meisten aufzuleveln, wenn man die ganzen Pals fängt. Und von dem würde ich eigentlich auch gerne einen haben. So. Ja, mit dir. Sehr schön. Und von den Gummos muss ich auch noch welche haben. Ups, das war mal eine Palsfeder für. Ja, bei dem Level kann man einfach die Pels ganz easy einfangen, weil die eigentlich fast immer gefangen werden. So, ich wollte mal schauen. Also, müssen da rüber zum Chillet. Wir haben ja hier so einen Gleitschirm. Wir können theoretisch auch damit irgendwie darüber. Gibt es hier irgendwelche Dinger, die wir einfangen müssen? Ey, eigentlich nicht. Okay, gucken wir mal. Also hier, ich muss nach rechts. Muss da lang. Ja, da ist das Viech, was wir haben wollen. Denn damit, das kann man nämlich auch reiten, das Viech. Den Chillet, den möchte ich gerne haben. Das ist ein kleiner Miniboss. Den werden wir auf jeden Fall mal holen. Und eine herumliegende Palsphäre nehme ich natürlich immer mit. Sehr schön. So, ich glaube von euch brauche ich auch noch ein paar Viecher, ne? Oh, daneben geschmissen. Hier ein Gummos. Der bleibt da stehen, mein Freund. Jawohl. So kann man die Viecher halt auch schneller einfangen. Ja, von denen brauche ich nur jede Menge. Ich möchte die alle auf 12 bringen, soweit ich kann jedenfalls.
Bringt außerdem auch immer EP und von den Tanzis, ich weiß gar nicht, ob ich dir noch welche brauche. Das kann man kann man nachschauen, aber interessiert mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Wie komme ich jetzt darauf? Ich kann hier raufklettern, das geht vielleicht am schnellsten. Jawohl, und dann habe ich tatsächlich noch vor, in den Turm zu gehen. Oh, da sind ein paar Wölfe in Stellung. Oh, ein ganzer Rudel Wölfe, Leute. Ja, von denen habe ich ja schon ein paar gefangen. Und da ihr seht, da ist auch ein großer. Und da sind ein paar Eier, die ich einsammeln könnte. Aber allerdings habe ich jetzt keinen Bock auf Eier. Ich habe genug im Lager und die Rudel Wölfe, die würden mir zu lange dauern. Bei bringt ja gut EP, ne? So. Jetzt müssen wir mal auf die Karte schauen. Also, der Chillet ist geradeaus scheinbar. Dann gehen wir mal da lang. Ballbruchstück nehmen wir auch noch mit unterwegs. Und dann auf geht's. Die Tanzis. Ja, die möchte ich gern mal mit Maschinengewehr ausrüsten. Bin mal gespannt, was meiner so anrichtet. Hier ist nochmal ein Palbruchstück und irgendwo muss der Chillet hier sein. Der wird mir nämlich auf der Karte. Ach, da ist er, Leute. Da ist er. Der wird mir auf der Karte angezeigt. Den möchte ich gerne fangen. Chillet, komm her. Ist ein Boss, wie ihr seht, ein kleiner Boss. Ja, dann schießt man den mal an. Der hat ordentlich EP. Na, komm. Was? Oh nein, der ist runtergefallen. Den wollte ich eigentlich fangen. Mann, der ist hier einfach runtergefallen, dann ist er gestorben scheinbar. Ach, so ein Idiot. Der Chillet. Okay, da hat er mir meinen Plan kaputt gemacht. Hier gibt es noch einen Boss scheinbar. Katres heißt der. Aber wir gehen erstmal hier zur Festungsruine. Schalten das mal frei. Diesen Punkt, damit wir uns in Zukunft herbeamen können. Wo ist denn der Punkt? Da in der Richtung, okay. Ja, dann fliegen wir mal eine Weile. Okay, hier gibt es nichts Interessantes scheinbar. Okay, da sind wir auf dem richtigen Weg. Dann nehmen wir das hier auch noch mit. Wo ist denn hier der Punkt zum Freischalten? Ach, da unten. Ah. Sehr schön. Jawohl. Schnellreise ist freigeschaltet. Und gibt es hier noch irgendwas Interessantes in der Gegend? Nee. Dann gehen wir zum Turm. Turm des Rain Syndikats. Leute, auf geht's. So, und da sind wir auch schon beim Turm, Leute. Der Turm, Leute, angekommen. Und hier gibt es ein Ei auf jeden Fall. Das nehmen wir mal mit hier. Ach so, ein normales Ei, okay. Turm des Rain-Syndikats. Oh, da sind so Lamas. Was ist das denn? Bleibt mal stehen. Ah, die will ich aber haben hier. Aber okay, wir holen erstmal die Schnellreise, wenn wir schon da sind. Das ist nämlich wichtiger. Und die Lamas als nächstes. Da möchte ich schon gern beide eincachen hier. Wo sind die denn? Wo seid ihr hingelaufen? Da oben. Bleibt mal stehen. Oh, da sind aber jede Menge von denen scheinbar. Da muss ich aufpassen. Oh, da wird gekämpft. Hä? Wer kämpft denn da? Was ist denn hier? Wilderer. Was ist das denn? Okay. Oh, ey, hier ist ja voll die Action, Leute. Na komm. Na, lass dich mal hier ordentlich runterballern. Was? Jetzt aber komm, fang einen ein hier. Jawohl, das schaut gut aus. Oh, was ist das denn hier? Wilder da. Kann ich die auffangen? Upsa. Was ist das? Schrottmunition oder was?
Oh, und hier ist ein Pinguin gefangen. Kann ich den befreien? Jawohl. Und der gehört uns, oder wie? Ah, sehr schön. Da brauche ich eh noch ein paar von denen. Cool. Ja, was gibt's hier noch so in dem Lager? Hier ist noch so ein Wilderer. Kann ich den einfangen? Scheinbar schon. Ich schieß mal ein bisschen drauf. Ein paar Menschen als Sklaven für uns. Ah, jetzt ist er down. Mensch. Hast du zu oft drauf gehauen hier, mein Freund. Den hätte ich mir vielleicht zurückrufen sollen. Ah, ja, okay. Gut. Wir haben das Lager hier scheinbar befreit. Was gibt's hier? So Wolle und Leder und lauter Zeugs. Ansonsten gibt's hier nichts mehr, ne? Okay. Gut, dann gehen wir mal hier in den Turm, Leute. Da bin ich schon die ganze Zeit gespannt drauf, was uns da erwartet. Denn da gibt's einen Bossgegner. Und ich bin auf den Boss gespannt. Ich meine, ich bin jetzt Level 28 oder was bin ich? Jetzt weiß ich, was bin ich denn überhaupt? Level 28, genau. Und sollte eigentlich dafür bereit sein. So, am Bosskampf teilnehmen. 10 Minuten Zeitlimit haben wir nur. Okay. Muss ich halten. Bosskampf starten. Jawohl. Erstkicker ist in Action. Und dann schauen wir uns das doch mal an hier. Was erwartet uns? Oh. Zwischensequenz. Wer bist du denn?